ja. Ich würde jetzt gerne noch Trüffel einsammeln, aber leider bleibt mir das hier jetzt verwehrt. Eingelegte Tomaten, hier ein bisschen Käse, ein bisschen Mayonnaise. Gerade nichts, was ich reinwerfen kann. Nein! Ich wollte aufs Pferd aufspringen. Verkaufen wir das und das, die Mayonnaise. Ich guck mal, wie viel Entenmayonnaise haben die auf Tasche? 10 Stück, dann kann ich die auch verkaufen. Und der Stoff, und der auch 10. Ja, komm, dann machen wir mal weg. Irgendwie müssen wir ja heute an Geld kommen. So eine Morchel. Gleich hier nochmal eben die Bäumchen wegtun. So. Das ist ja mittlerweile so easy. Easy peasy. Ich glaube, ich hole nochmal wieder ein bisschen Hartholz. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich kriege unten gar nichts von den Feldern mit, ehrlich gesagt. So, 3 Schläge brauchen wir hier für so einen fetten Baumstamm. Da oben sind noch Bäume, die wir fällen können, aber nein, die werden wir zunächst nicht fällen. Huch! Oh, geheime Notiz. In einem Baumstamm. Sie ist alt und zerknüllt, aber wenn du sie dir genauer ansiehst, kannst du etwas erkennen. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach. Aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Das stimmt überhaupt nicht, er mag Wein. Das ist ein Säufer. Elliot ist etwas geckenhaft und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kinn. Ein nettes Kinn. Wisst ihr Bescheid. Er mag Kramkuchen und Granatäpfel. Hä, warte, Moment. Okay, Granatäpfel habe ich ihm tatsächlich noch nicht geschenkt. Dann müssen wir das auch mal ausprobieren. Also, ich habe jetzt die Hasenpfoten genommen. Die mag er auch, aber wenn Granatäpfel gehen, das wäre natürlich auch nice. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig. Aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt verbirgt. Er mag Bier, Pizza und Paprika-Popper. Bier, Pizza und Paprika-Popper. Bier haben wir ihm doch schon geschenkt. Helles Bier haben wir ihm geschenkt. Ah. Ich verstehe. Alles klar, dann müssen wir ihn am besten mal das normale Bier schenken. Aber voll geil! Wir kriegen jetzt im Spiel Hinweise darauf, was die Leute mögen. Also das ist echt mega. Da muss ich mal direkt. Was läuft? Da komme ich gar nicht durch mit dem Pferd, aber da war ja auch glaube ich nichts mehr. Muss ich direkt mal ein paar Bier aussortieren. So, hier ist alles am Dampfen, am Laufen, am Machen, am Tun. Zack, zack, zack. So, Bier müssen wir hier oben drin haben, meine ich. Wir haben ein Bier. Ein einziges Bier. Wir müssen dringend Bier machen. Ich glaube, das machen wir aus Weizen. Ich glaube, aus Hopfen machen wir helles Bier und aus Weizen machen wir das normale. So, ich hau mich erstmal in den Ofen. Das wird ein sehr magerer Ausbeute jetzt werden. Ja. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir wenigstens noch auf die 5000 gekommen wären, aber... Warum? Warum sollten wir es tun? Lass mal Frusttrinken betreiben. Aber leider ohne Alkohol. Kann ich in der Aufnahme nicht machen.
Diesmal nur 4. Ja, okay. Ah, da ist Eierfest. Da hat die Hayley Geburtstag. Das kann uns aber egal sein, weil die Hayley ist schon auf 10 Sterne. So, was sagt der Wetterbericht? Morgen wird es regnen. Nein! Wahrsager holt ja etwas genervt. Na toll. Dem vom Land sind ja jetzt nur noch Wiederholungen. Ja, Junimos! Ich will gucken, ich will gucken! Ja! Die sind immer versucht rauszudrücken. Oh, ist die süß! Ich will unbedingt so ein Plüsch-Junimo haben. Das neue Vlog-Studio habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Obwohl doch, es wurde ganz kurz in dem Sondervlog von wo es über HWSQ ging einmal gezeigt, aber das will ich jetzt nicht wirklich werten. Aber einen Livestream in dem Sinne, wo man den hat sehen können, gab es jetzt noch nicht. Back, back, back. Da gibt es auf jeden Fall Fächer, wo ich natürlich gerne noch einen solchen Junimo reinstellen kann. So, erstmal cool die Zunge rausstrecken. So, guten Tag. So, jetzt aber. So, verrichtet eure Arbeit. Morgen habt ihr wieder frei. Leider. So, ein bisschen Blumenkohl. Geil. So, Fetttomaten. Fetterdbeeren. Boah, es gibt ordentlich Ausbeute heute, sehe ich gerade. Kürbisse. So, und Kaffee ist auch wieder fertig. Geil. Dann schauen wir erstmal so Blumenkohl, den Blumenkohl, der kommt hier rein. Ich muss jetzt hier 5 und 8 sind 13. Nein, ja, zu viel. Ich nehme hier schon mal zack. Bei den Melonen, da kann ich die nicht so guten auch aufheben. Und bei den Kürbissen kommen keine gescheiten diesmal raus. Mann, ey. Finde ich nicht so gut. Ach da. Hier erstmal wieder eine Rutsche Blumenkohl. Oh, Melonen habe ich nur noch 4. Okay, vielleicht sollte ich dann die ganz schlechten doch mal zu neuen Samen verarbeiten. Ach komm, weiß was hier. Was soll's. Ich kann Melonen ja leider erst wieder im Sommer kaufen. Da musst du halt gucken, wo du bleibst, ne? So. Die sind noch nicht fertig, ne? Nein. Ach, wie der sieht so schön aus, der Hof. Ich mag den. So, hallo Schweinchen, hallo, guten Tag. Man, von draußen sehen die Gebäude halt immer so winzig aus und hier drin ist einfach mega groß. So, wieder was fertig, jawoll. Können wir hier ein bisschen Kaffee machen. Schmeißen wir mal rein. Ansonsten, was haben wir noch so im Petto? Wir haben noch ein billiges Schattenei und hier eine nicht ganz so gute Milch. Den Rest behalten wir. So, Kirschen brauchen wir nicht. Aprikosen müssen wir aufbewahren. Die Kaffeebohnen. Ein bisschen Wein behalte ich nochmal wieder. Hier können wir dann die hier reinmachen. 28, ach, ich habe ja auch noch ordentlich Melonen. Hier und die Erdbeeren, die verkaufen wir.
Ei. Eier und Milch. Juti, das lassen wir nochmal zu Ende laufen. Was wollte ich jetzt gemacht haben und nicht lügen? Wir könnten heute jetzt wieder einmal in die Höhle gehen, aber wir haben nicht ganz so viel Glück. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich vielleicht mal einen von diesen Schleimstellen bauen soll. Ich meine, warum nicht? Haben wir einen Iridiumbarren? Ja, zwei Stück. Ich glaube, einen brauchen wir. Ich nehme mal beide mit. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was wir hier noch brauchen. Ich nehme mal hier so die üblichen verdächtigen Ressourcen mit. Ich meine, Steine brauchen wir dafür, vielleicht ein bisschen Holz. Ich würde da mal zu Robin hochreiten. Donnerstags müsste die, glaube ich, auch da sein. Dann gucken wir einfach mal, ob wir einen von diesen Schleimstellen bauen. So, Robin, dann sag doch mal, ich gucke erstmal im Laden, was gibt's denn hier so schönes? Fenster, aber ich meine, ich kann mir eh alles selbst herbeizaubern. Hofgebäude errichten, Hühnerstall, Stall, Brunnen, Silo, Mühle, Schuppen, Hütte, Schleimstall. Ah, verfeinerter Quarz brauchen wir dafür. Aber den haben wir ja auch, müssen wir nochmal holen. Versandbehälter. Hühnerstall. Wir könnten vielleicht nochmal so einen Versandbehälter unten an der Map hinbauen. Dass, wenn wir dann auf dem Weg nach unten mal das Inventar voll haben, den Klumpatsch dort direkt abladen können. Dieses Geräusch mag ich. Das bedeutet nämlich Profit. Ah, wir müssen hier auch neue Pflanzen, sehe ich gerade. So, die Sachen brauchen wir also nicht. Wir brauchen nur ein Iridiumbarren und 10 verfeinertes Quarz. Batterien sind auch gleich fertig. Sache, wir können das irgendwo hinbauen. Also ich hatte ja mal unten rechts überlegt, wo ich ja eigentlich mal diesen zweiten Schuppen hinbauen wollte, aber ich sehe da ehrlich gesagt keinen Bedarf dran. Vor allem, wenn wir unser Haus irgendwann mal hinsichtlich eines Kellers erweitern, dann können wir das auch noch als Lagerraum nehmen. Dann brauchen wir den ersten Schuppen nicht mal unbedingt mehr. So, Schleimstall bauen. Wie groß ist denn der? Alter! Ja, ne? Läuft? Fragezeichen? Ich habe keinen Platz dafür. Scheiße. Ich muss erst die Straße mal abreißen. Kacke. Na toll. Also, ich hätte mir jetzt schon denken können, dass der ein bisschen größer ist, aber das? Gott. Können wir den wenigstens direkt am Tümpel bauen, dann, wenn er irgendwelche Rohrleitungen hat, können wir die direkt ins Wasser leiten. Dass wir da direkt nur die Abfälle, Abwässer entsorgen. So, hier mal eben die ganzen Gedöns alle weg. Bleibt. Zack, 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 zack. Nur für den Fall der Fälle mache ich die auch noch mal eben zu. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Jetzt kommen wir gleich zu Robin hier zu. Nee, aber wir haben noch Zeit. Die macht jetzt um 16 Uhr dicht. Um 17 Uhr, ich weiß schon gar nicht mehr, aber ich glaube, die war sogar um 17 Uhr, aber ist ja egal. Ah,
Hallöchen! Ja, hallo auch! So, jetzt aber. Bauen wir das scheiß Ding. Und ich habe keine Ahnung, wofür das überhaupt gut ist. So, hier vielleicht? Oder eher noch... Ja. Also zentraler fände ich irgendwie schöner. Andererseits, so haben wir ein bisschen weniger Gemüse. Ach komm, ist egal. Hau raus, der Teil. Vor allem, dass sie sich überhaupt nicht fragt, so, hey, warum brauchst du einen Schleimstall? Was hast du vor, du kranker Bastard? Sie vertraut uns einfach. So, dann bauen wir dort mal die Straße wieder hin. Ja, hier haben wir dann noch einspurig. Dann machen wir wenigstens... Ah, oh, wobei, nee, komm. Hier können wir dann... Oh Gott. So, hier können wir die dann nämlich hinsetzen. So, dann bleiben wir wenigstens hier zweispurig. Und jetzt habe ich hier noch eine Lampe, die kann ich auch ganz gut wieder hier hinsetzen. So, ich glaube, hier stand die vorher auch. Ich weiß es nicht, vielleicht auch eins höher, aber so passt das, glaube ich, besser. Ja, dann mit der Vogelscheuche sieht zwar jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber sie erfüllt ja trotzdem ihren Zweck. Also, ich sehe, das ist Profit. Das ist braunes Gold, was da liegt. Was? Das kommt hier rein. Dann pflücken wir mal eben hier die Batterien ab, damit die endlich weg sind. Die gehen mir nämlich total auf den Nerven. Die waren irgendwo oben drin. 56 Batterien, machen wir 64 draus. Und als nächstes Glyssamen. Was können wir denn noch anpflanzen? Sommerschmuck wächst im Sommer. Ernsthaft? Sommer, 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 Herbst, 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 Herbst. Gemischte Saat, Frühling, Frühling. Dann machen wir es so. La 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 la. Müssen wir nochmal wieder neue Saaten kaufen. So, passt genau. Boah. Ich bin Zauberer. Wahrscheinlich haben wir aber unten auch noch welche. Achso, wir müssen die Sachen natürlich noch abholen. Kartoffelchen. So, und die, die wir nicht brauchen, die kommen weg. Die guten, die kommen hier rein. 131 Kartoffeln. So, da gehen sie alle wieder rein. Fertig mit der Arbeit. So, hier müssen wir noch ein paar hinpacken. Was ist denn hier gewesen? Oh, ein bisschen... Ja, okay. Machen wir hier noch ein bisschen gemischte Saat. Habe ich ja immer so für Notfälle ein bisschen parat. Okay. Ja, dann würde ich sagen, morgen gehen wir dann nochmal wieder ein bisschen Saaten kaufen. Und vielleicht können wir dann hier nochmal in die Biene, je nachdem wie auch das Glück aussieht. So. 27 davon, davon haben wir jetzt 30, das ist noch erträglich mit den Mengen. Jetzt nichts, wo wir sagen müssen, das wird auf jeden Fall ein bisschen too much. Ich könnte ja vielleicht bei der Gelegenheit nochmal eben ein bisschen... Hier kommen die 112, die hauen wir mal auf den Kopf für Dünger. Lalalala, lalalala, lalalala. 56 plus die 5 sind 61. Ja, was los, Atinoviel? Ja, da freut sie sich. Alles klar. So, dann geben wir mal ein bisschen das Geld abfrühstücken. Hä? Wo habe ich denn jetzt einen Steinboden gesammelt? Ist ja
der Blitz da eingeschlagen. So, natürlich gibt es hier auch wieder keine weiteren Trüffel, ist klar. Warum auch? Warum sollten wir uns anstrengen? So, dann müsste hier hinten eigentlich was fehlen. Da. So, jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir schon, das sind sogar noch mehrere gewesen. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Alter, krass. 19 Trüffel. Die haben heute mal richtig malocht. Das ist Arbeit. Da tun sie mal was für ihr Futter. Ja, nicht so wie ihr da oben. Ich glaube, ihr lasst euch von den ganzen Kühen und Schafen und so weiter ein bisschen einlullen. Die da unten leben in einer reinen Arbeitergesellschaft. Das klingt so falsch. So, hier die Sachen nehmen wir raus. Kann ich noch einen neuen Kaffee nachwerfen. Kaffee heben wir auf. Trüffel rein, das rein, das rein. Kaffee, ach komm, weißt du was? Ich brauche eigentlich relativ dringend Bier. Da hauen wir erstmal wieder ein Bier rein. Und ich sehe gerade die komischen Einmachgefäße, die sind auch noch nicht am Laufen. Habe ich da mal irgendwann was rausgenommen und nichts Neues reingelegt. Packen wir den dann mal da rein. Oh, zwei Weintrauben. Machen wir Weintraubenmarmelade. Ich weiß gar nicht, ob die schmeckt. Natürlich. Tomatensaft. Noch irgendwas? Soll ich noch kurz warten? Ich warte noch mal kurz eben 2 Sekunden. Nicht, dass ich jetzt gehe, gleich wiederkommen und auf einmal flup, flup, flup. Ne, scheint aber nicht so. Okay. Und dann machen wir den nochmal weg und ja, dann jetzt eine Rutsche Kaffee. Und wie, da ist jetzt wieder was fertig. Ach, Glück gehabt. So, Felder sind wieder bestellt. Die Dinger sehen zwar fertig aus, sind sie aber nicht. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Also zwei normale habe ich zu stehen. Ich würde sagen, es gibt auch nur 8 besondere Vogelscheuchen, aber ich habe, wenn ich 10 zähle, muss ich ja 2 haben, habe ich aber auch. So, wir gehen ins Bett. Ja, hallo, das ist doch mal ein nicer Ertrag. 35.000, damit lebe ich gerne. Ja, mal wieder so Kackregenwetter. Mist. So, Kätzchen freut sich. Nur 2 Iridiumerz. Das fängt ja schon gut an. Ja, morgen ist natürlich fürs Festival immer super Wetter. Und was sagen die? Höchst unzufrieden. Oh Gott. So, Kid mal. Ich habe dir heute in der Kneipe ein richtiges Leckerbissen zubereitet. Hau rein. Dein Freund der Gast. Gebackener Fisch. Oh, sehr nice. Hallo Kid mal, morgen ist Eierfest. Ich brauche das jetzt nicht nochmal wieder alles vorlesen. Das kennt man ja. So, gebackener Fisch, ja, ist okay. Packen wir schon mal ein. Okay, also bei Regen kommen die Junimos tatsächlich nicht raus. Das heißt, bei Regen müssen wir also alles selbst ernten. Es gibt ja so ein Totem, wo man dann den Regen quasi mit beschwören kann. Ist denn auch ein Totem, wo man die Sonne mit beschwören kann? Würde mich mal interessieren. So, wenn ich das mal sag. Die gehen
mit. Hindernisparcours. Schaffst du es, hier rauszukommen, ohne auf ein Tier zu treten? Drei Schweinchen. Ach, wir haben mit drei Schweinchen sogar drin. Ich dachte mal, wir hätten nur zwei Schweinchen. Also hier oben drin, meine ich. So, uralte Frucht ist wieder fällig. Hier ein bisschen Pepperoni, Kaffee, Tomaten, Sonnenblumen sind wieder fällig. Nice. Eigentlich brauchen wir hier gar keine neuen Sonnenblumen anpflanzen. Ich würde jetzt vielleicht mal hingehen und sagen, so, jetzt sind schon so viele Billo-Dinger rausgekommen. Hä, wo sind die denn? Ach, da. Mal wieder ein bisschen Dünger aufs Feld. Hier anpflanzen. Also noch ein Feld mit diesen Sternenfrüchten muss ich jetzt nicht machen. Ich würde lieber vielleicht noch ein zweites Kürbisfeld machen, weil Kürbisse, die brauchen wir ja doch ab und an schon. Und wir haben halt echt viele Sonnenblumen noch. Und zur Not können wir sie ja halt im Sommer wieder bei uns anpflanzen. 105 Saaten haben wir da jetzt von. Also läuft, würde ich sagen. Dann gehen wir mal nach unten. Oh, hier haben wir sogar noch offen gelassen. Was aber nicht weiter dramatisch ist heute. Ich finde es erstaunlich, dass wir in diesem Spiel gar keine Energiekosten haben. Also so Heizungen, die laufen im Winter, ist gar kein Problem. Guck mal, sie ist am Arbeiten, natürlich. Hat den Stützbalken schon fertig. Also da muss jetzt noch ein Dach drauf, dann sind wir fertig. So, hier. Und ist wieder ordentlich was fertig auch. Kirschwein, Aprikosenwein, Aprikosenwein, Kirschwein, Kaffee. Noch mehr Kirschwein. Und dann machen wir mal, weil es so schön ist, ein bisschen Knoblauchwein. Ein bisschen Pepperoni-Wein machen wir mal. Und hier kommen die uralte Frucht, schmeißen wir noch rein. Sonst noch irgendwas? Kann ich die Sonnenblume hier reinwerfen? Nein. Ja, ich hole noch mal das letzte ein wenig Weizen. Dann machen wir noch mal ein Bier. Aber erstmal hier. Schmeiß weg, was du nicht mehr brauchst. Das Zeug haben wir ja auch noch. Und die hebe ich auch nochmal auf. Kaffee. Ja, dann das. Sonnenblume kommt hier nicht rein. Zack. Ein weiterer Diamant. Der Kaffee. Kaffee. Hier. So, wir haben jetzt 48 Sonnenblumen. Also, wer anderer Meinung ist, ich würde sagen, das reicht erstmal für den Anfang. So, den Rest können wir auf den Kopf hauen. Weizen nehmen wir einen mit. Dann müssen wir das Feld gleich noch machen. So, und zack. Dann haben wir alles am Laufen. So, heute ist der 12. Das heißt, wir haben noch 16 Tage, die uns effektiv zur Verfügung stehen in dieser Jahreszeit. Wenn man es jetzt korrekterweise ausdrücken will. Quests haben wir gar keine mehr offen. Ist auch keine neue momentan am Aushang. Stimmen wir aber einfach mal im Schlafzimmer rum, ist gar kein Thema.
Du hast Pierres geheime Sammlung gefunden. Ah, so einer ist das also. Der Pierre. Vor allem, wir gehen da rein und das erste, was wir machen, ist hinterm Schrank gucken. Warum? Warum? Also, welcher Mensch kommt darauf, irgendjemanden zu besuchen und erstmal irgendwo hinterm Schrank zu wühlen? Verstehe ich nicht. So, was haben wir denn für Schmuddelheftchen? Ui, welches ist mein Schlafzimmer? Oh, wie hast du das gefunden? Schnell, gib es her! Mon Dieu! Schön! Versprich mir, dass du niemandem etwas darüber erzählst! Meine Frau verdient es darüber Bescheid zu wissen. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich würde wieder so ein Mittelding eigentlich wählen, weil ich würde ihm jetzt, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, würde ich ihm schon sagen, pass auf, ich werde es niemandem sagen, aber du solltest vielleicht selbst darüber nachdenken, es deiner Frau zu sagen. Nein, also das... Wir verpetzen jetzt niemanden, das ist ja auch Kacke. Das müssen sie schon selber unter sich ausmachen. Also, wir behalten es erstmal für uns. Oh, danke, ich weiß, dass du schätzchen. Vergiss einfach, dass du das gesehen hast, okay? Und ich vergesse, dass du in meinem Schlafzimmer herumgeschnüffelt hast. Oh, jetzt muss ich ein neues Versteck finden. Ja, sehr originell hinter dem Kleiderschrank. Oh, du bist Skidmar. Na, noch böse? Nein, den Gesichtsausdruck nachzufolge nicht. Okay, wir können noch Pastinaken holen. Jetzt hätte ich nochmal gucken können, was wir eigentlich nochmal gebraucht hätten. Blumenkohl könnten wir nochmal ordentlich was machen. Also Tulpen würde ich ehrlich gesagt nochmal richtig raushauen. Hol ich nochmal 50 Stück von. Grünkohl. Ernten mit einer Sense habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele gesehen. Wächst denn 6 Tage im Frühling heran? Nochmal 30 mit. Das ist dieser blaue Jas. Ja, komm, Pastinaken auf Tesch haben ist sowieso nicht verkehrt. Ich hole einfach mal so einen 100er. Geht ja nicht darum, dass wir die alle wegbrauchen. Ein Blumenkohl. Na, Blumenkohl muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann hole ich lieber nochmal so ein 30er Stack Kartoffeln und ein 30er Stack Knoblauch. Dann sollten wir eigentlich erstmal wieder ein bisschen was haben. Aber ich habe Grünkohl, weiß ich nicht, hatte ich die beim ersten Rutsche gar nicht angepflanzt und die sind jetzt einfach schlicht und ergreifend noch nicht fertig. Erstmal dann wieder ordentlich Tulpenzwiebel rein. Warum heißen die eigentlich Tulpenzwiebel? Ja, weil es wahrscheinlich eine Tulpenzwiebel ist, aber ich meine, wir kriegen ja keine die Tulpenzwiebel selbst nicht raus. Wir kriegen ja nur die Tulpen. Muss ich nochmal eben nach unten reiten. Wie gesagt, das ist so ein, das Gerät hier hinten so ein bisschen in Vergessenheit, ehrlich gesagt. Aber es scheint, als wenn hier auch noch nichts fertig ist. Ich muss noch mal eben hier die Dinge auseinandernehmen. Also ich werde heute dann jetzt nicht in die Wüste fahren. Ah doch, ich muss einmal in die Wüste fahren, weil ich der Sandy was schenken muss. Bevor das nachher zu spät wird, weil morgen kommen wir ja gar nicht in die Wüste. Wegen diesem komischen Fest. Da hat die Pam ja frei. Mal wieder so eine geheime Notiz finden. Ich habe auch keine Ahnung, ob die geheimen Notizen immer hier spawnen, ob die jetzt nur in diesen Hartholz-Dingern spawnen, ob die auch, keine Ahnung, in Steinblöcken oder was auch immer spawnen können. Dann laden wir die Dinger mal eben ab. Was schenken wir dir denn mal?
Was haben wir denn hier Schönes? Sandy, Sonnenblumen, Milch, Wein, Melone, Erdbeer, Tulpe. Melone hatten wir schon. Probier's mal mit der uralten Frucht. Was soll's. Und ganz ehrlich, 500 ist ja auch nichts, also... Kein Ding. Noch das Regensample. Jetzt hat's aufgehört. Wahrscheinlich wird das nix, aber was soll's. Du armes, verbranntes Ding. Nein, hat jetzt leider nichts gebracht. Uralte Frucht. Erzählt ihr mir vielleicht nochmal was Neues? Mein Name ist nicht wirklich Sandy, weißt du? Es ist nur gut fürs Geschäft. Hä? Was hat denn Sandy bitte jetzt mit der Oase hier zu tun? Wegen Sand im Namen? Aber hier nennt mich Sandy, also habe ich mich daran gewöhnt. Ja, das ist sehr aussagekräftig. So, hier mit den komischen Schränken können wir auch nicht interagieren. Boah, wie soll ich denn rausfinden, was sie gerne mag? Moment mal, ich habe eine Idee. Nee, das wird nichts. Ich meine, ich reite trotzdem mal eben vorbei. Die Sandy ist ja die, ich glaube, Cousine oder sowas von der Emily. Und logischerweise dann auch von der Hayley. Weil das sind ja Schwestern. Gustav Bock fragt sich, wo du gewesen sind. Ja, wo du gewesen bist. Ah. Die hat doch da irgendein Geschenk von der rumfliegen. Ah, ich weiß nicht, ob die mal irgendwann gesagt hat, was sie gerne mag. Hallo? Hey, Schatzi. Geht mal, können wir irgendwann einen Campingausflug machen? Na klar. Der entfernteste Ort, an dem ich bisher war, ist die Nachbarstadt Susu. Tja, kommst ja auch nicht aus dem Kabuff hier raus. Das ist ein kleiner Notiz auf den Topf, damit du mich nicht vergisst, Sandy. Achso, wenn wir schon mal hier sind. Ah, dieses befreite Gefühl. Ja, ich meine, dass sie einen Kaktus hat, weiß ich wohl, aber naja. Wo ist denn die Emily? Ist sie schon in der Kneipe? Mal eben kurz gucken, vielleicht kann die mir nochmal irgendwas erzählen. In der Kalikowüste regnet es nie. Dort wohnt meine Freundin Sandy. Ach, Freundin ist das, nicht Cousine. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Ja, toll. So, hier können wir Bier kaufen im Zweifelsfall. Und Pizza kann man hier auch kaufen. Kaffee kann man hier kaufen. Kaffeeüberraschung, also... Ganz im Zweifel, wenn wir die Möglichkeit nicht hätten, es selbst herzustellen, dann könnten wir es halt hier machen, aber ist ja kein Ding. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, die Informationen, die wir hatten, können wir die eigentlich? Immer so gefragt. Ah, da unten. Geheime Notizen. Oh, gibt ja einige. Geheime Notizen 7. Harvey Elliot Shane. Ich wollte nämlich schon sagen, wir haben nochmal die Möglichkeit, die nachzuschauen irgendwo. Er mag Krabbenkuchen, Granatäpfel, Bier, Pizza, Paprika, Popper, Kaffee und eingelegte Gurken. Ja, vielleicht können wir uns auch besser einfach mal an das Ding halten. Ich will nochmal schnell in den Wald unten reiten. Ah, Moment. Ah, nee, schon zu spät. Ich hätte sonst mal die Gießkanne eben abholen können. Nämlich gerade ein, dass die ja heute fertig sein muss. Aber der hatte nur bis 16 Uhr offen, insofern. Ist es wurscht. Aber wir müssen einfach hier nochmal so ein bisschen was fällen.
So, was gibt's hier schön Neues? Tulpe, Bruschetta, Brombeerpastete, Tulpe, 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 moderne Lampe. Vor allem dieser Hasenzahn. So. Go out of my way. So. Die ganzen grünen Blobs, die lassen wir mal links liegen. So, let me go. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum ich die Bräuchchen überhaupt sammle. Ja, also hier haben wir jetzt keine gefunden. Schade, ich dachte, dass wir vielleicht die Chance hätten, mal was zu finden. Vielleicht gibt es aber auch einfach immer nur so eine gewisse Spawn-Chance, dass zum Beispiel ja, in so einem Baumstamm die Spawn-Chance bei 2% liegt, also dass da eine Notiz drin ist. Wahrscheinlich wird das so sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie nicht willkürlich in irgendetwas spawnen, dass du schon so eine Geschichte hast von wegen ja, Notizen 1, 2 und 3 als Beispiel, die können nur in Hartholz-Baumstämmen spawnen. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ich fahre noch gerade noch mal eben zum Steinbruch hoch. Ein bisschen Steine kloppen. Ja, sind ja auch wieder ein bisschen ein paar da. Eventuell haben wir ja Glück und hier ist irgendwas drin. Ja, da ist er. Geil. Die ist mir aber erst gleich durch. Welche ist denn das? Ein Topaz. Vielleicht leben wir es doch besser schon jetzt, weil ich weiß nicht, ob wir mehrere auf einmal finden können. Das ist Penny-Schrift. Ich möchte allen etwas schenken, das sie lieben. Mama, Pastinaken, glasierte Süßkartoffeln, kein Bier. Das ist die Pam, oder nicht? Die Mama. Und ich habe ihr immer Bier geschenkt. Ah. Jasmark, Feenrosen und Plumpudding. Plumpudding. Oder pinke Torte. Vincent, pinke Torte und Weintrauben. Ach, Weintrauben mag der auch? Cool. Herr Mulner, Lauch, gebratene Pilze, Oma Mulner, Rübe und Tulpe. Ist das vielleicht Evelyn und ihr Mann? Hat die Evelyn von uns denn mal Rüben bekommen? Nö. Das kann durchaus sein. Oma Mulner, also Evelyn Mulner heißt sie und George Mulner. Lauch, gebratene Pilze. Lauch. Da müssen wir mal den Lauch probieren. Boah, voll geil. Ich finde das mit den Notizen richtig gut im Spiel. Also die sind hier echt schwer zu finden mit diesem Schattenvieh und das musst du auch erstmal finden. Und ja, ich habe mir da ein bisschen Hilfe aus dem Internet ja geholt, das hatte ich ja schon erzählt. Ah, noch ein Topaz, geil. Aber selbst hier musst du ja die Notizen erst nochmal finden. Ich finde das schon sehr gut gemacht vom Spiel, dass du halt auch wirklich die Chance bekommst, dass du einfach die Sachen nicht nur rausfinden musst, sondern auch ja, durch solche Notizen vom Spiel gesagt bekommst. Vielleicht finden wir ja noch eine, ich weiß ja nicht. Zack, zack. Und Aquamarin. Noch eine, geil! Auch direkt eben schnell lesen. Was? Bei Nacht.
Moment. Also wahrscheinlich, also jedenfalls nachts. Das sieht aus kurz vor eins. War schon echt spät. 20 vor 1. An diesem Busch. Das ist die Brücke. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine klare Nacht sein muss oder ob einfach nur Nacht sein muss. Sonst, Hallo? Gehen wir gleich da mal vorbei.